hat dies auch umsetzen können. Elbling. Das Icing. Geben uns also wieder ins Drittel. Der SV Zug. Josh Olsen wird am kommenden Wochenende zurückkehren. Die Frage ist dann, welcher Ausländer beim EV Zug zuschauen muss, wenn dann Esa Pirnes trotzdem noch da ist. Uzi Markkanen wird es wohl nicht sein. Zuccarello. Zuccarello, übrigens eine Gemeinde in der italienischen Region Ligurien mit 339 Einwohnern. Was man nicht alles findet, hä? Alles Wikipedia, da findest du Sachen, die du gar nicht wissen willst. Auch wenn das mit Eishockey nicht viel zu tun hat, gut zu wissen. Wieder Zuccarello. Er heißt eigentlich Vollnamen Mats André Zuccarello Aasen. Also, da ist schon noch etwas Norwegisches mit dabei. Wieder konzentriert die Aufräumarbeit hier vor Jussi Markkanen. Zuger scheinen jetzt wirklich nichts mehr anbrennen zu lassen. Stu Bickel. Und ein Offside. Also langsam können wir einen Blick in die Statistik werfen und den Strich vorbereiten, wo es dann heißt, die Schweiz gewinnt auf einmal ein Testspiel gegen eine nordamerikanische Mannschaft. 2:9 und 1:8, so waren die Resultate bisher. So, es gibt ein weiteres Interview. Samuel Erni, 5 Minuten 03 geht es noch. Und dann hat der EV Zug gewonnen. Ich wage jetzt mal die Prognose. Wieso? Ja, wir müssen immer noch fertig spielen, jetzt sind noch 5 Minuten und New York Rangers haben schnell mal 3 Goal geschossen, wir haben im ersten Drittel. Was macht aber, dass wir jetzt schon doch mal über einen Sieg spekulieren vom EV Zug? Was ist für euch das Wichtigste an diesem Abend? Ja, hinten gut stehen, gutes Inside spielen und schieben weg vom Slot spielen ist das Wichtigste jetzt. Dankeschön. Für die New York Rangers ist es der 13. Ausflug nach Europa, das 13. Testspiel. Es scheint eine Unglückszahl zu sein. Ja, das könnte gut der Fall sein heute Abend. Nur 1981 gegen IFK Helsinki haben die Rangers ein Spiel verloren. Ansonsten die NHL-Teams hier in Europa in 20 von 23 Begegnungen erfolgreich. Also auch das eine Zahl, die einschätzen lässt, wie wertvoll dieser Sieg, dieser mögliche Sieg für den EV Zug heute Abend sein könnte. Also ich bin schon einiges zuversichtlicher. Das wird was. Die Chancen stehen gut. Und auch wenn es am Schluss 8:7 steht, Zuge haben in diesem Spiel immer wieder gezeigt, dass sie wieder vorlegen konnten. Ja, das ist eigentlich das Erstaunliche am Spiel heute Abend, dass die Zuge nach dem sie jeweils den Vorsprung aus der Hand gegeben haben, dann wieder nachlegen konnten. Esa Pirnes mit seinen beiden Toren hat das allererste erzielt und das zwischenzeitliche 6:4. Callahan. Da ging es nicht. Lange zu und her, gleich wieder die Scheibe bei Jussi Markkanen. So. Und jetzt Perron draußen, also das kennen wir in der Schweiz von Chris McSorley. Und hier riskiert auch John Tortorella. Nun alles, bereits 5 Minuten vor Ende des dritten Drittels. Das könnte dann die definitive Entscheidung auch sein für den EV Zug, wenn man dann in seinen Besitz kommt. Callahan. Girardi. An Gaborik, Dubinski, Chiesa und Markkanen mit Problemen hier, weil die Scheibe noch abgelenkt wurde. Girardi. Dubinski, jetzt Brunner, Holden. Kommt er da zum Abschluss? Josh Holden, Fabian Schnieder wird's machen. Fabian Schnieder trifft.
Fabian Schnieder, zwei Assists bereits und jetzt auch noch der Treffer. Aus, Ende für die Rangers. Der EV Zug mit 8 Toren gegen ein NHL-Team. Aber klar, hier wurde alles riskiert. Martin Biron rausgenommen. Natürlich versuchen die Rangers hier wirklich noch zu testen, so gut es eben was zu testen gibt. Und ein Spiel ohne Torhüter, das mussten sie bisher wahrscheinlich noch nicht bestreiten auf der Europa-Tournee angesichts der Spielverläufe in diesen Testspielen. Also auch hier kann man sagen, Test misslungen. Ja, man hat noch Zeit bis Freitag, dann gibt es dann den Saisonstart für die New York Rangers. Weiß nicht, aber vielleicht sind ja die Aufgaben gegen die LA Kings und die Anaheim Ducks dann etwas einfacher als gegen den aktuellen Leader der National League. Das Spielsystem wird auf alle Fälle anders sein. Die Zuger haben heute mit ihrem Tempospiel den Rangers den Zahn gezogen, wie sie es schon in der Meisterschaft gezeigt haben bei diversen Teams. Patrick Fischer. Und Zuccarello. Bell. Brandon Bell. Wieder Zuccarello. Und Jussi Markkanen. Keine 3 Minuten mehr in der Bossard Arena. Denotenko. Das war kein besseres Spiel der Rangers, wie er angekündigt hat. In der zweiten Pause. Und da hat keiner den Besuch hier bereut. Wenn man so in die Runde schaut in der Bossard Arena. Also die Rangers müssen sich nicht nur Gedanken über ihre Defensive machen, die heute überhaupt nicht da war, nicht in Form ist, sondern auch über ihre Top-Linie mit Richards als Center und Gaborik, der da für die Tore verantwortlich sein sollte. Also da passt heute Abend zumindest nicht viel zusammen. Rock. Und Boyle. Wieder Boyle. Fabian Schnieder. Der hat noch Kraft, da mache ich mir keine Sorgen. Und noch etwas Tempo übrig. Josh Holden. Fedotenko, letzten 2 Minuten laufen. Richards, gute Vorlage von Brad Richards. McDonough. Und Timo Helbling. Helbling in seiner Zeit bei Tampa Bay. Aber John Tortorella, sein Coach, heute auf der anderen Seite. Und Timo Helbling mit seinen Mitspielern kann heute der NHL noch einmal zeigen. Und Doug Shedden hat ja vor der Partie noch über sein erstes Treffen mit John Tortorella gesprochen. Doug Shedden war damals Trainer der finnischen Nationalmannschaft. John Tortorella coachte das Team USA und in der Zwischenrunde und auch in der K.O.-Runde haben die Finnen die USA bezwungen und zum Handshake ist es damals nicht gekommen, hat Doug Shedden gesagt. Nicht weil er nicht wollte, sondern weil Tortorella wahrscheinlich ziemlich angesäuert war. Säuregrad also dürfte heute etwa gleich hoch sein. Letzte Minute läuft in der Bossard Arena. Leider, wir hätten gerne noch mehr Spektakel miterlebt. Aber Eva Zug holt sich in diesem Spiel natürlich weiter Mumm, um auch wieder weiter für Spektakel in der Meisterschaft zu sorgen. Das Spiel von morgen, das wurde verschoben. Der EHC Biel wäre zu Gast gewesen. Jetzt geht es dann zweimal gegen den HC Lugano. Unser Studiogast Patrick Fischer dürfte hier noch einiges an Erkenntnis mitnehmen. Brandon Wobei natürlich Frost. Der Glamour-Faktor dann nicht annähernd so hoch sein wird,
wie heute Abend, auch wenn Lugano ein Grande Lugano sein kann. Mycroft und Mark Cannon hatte die Scheibe noch nicht, allerdings Brandon Prost hat diese abgelenkt. Esa Firnes gibt's noch eine Zugabe, der Zucker, letzten Sekunden laufen hier. Es war das Erhoffte, große Fest hier in der Bossard Arena. TV-Zug bezwingt die New York Rangers mit 8-4. So, die Party, die kann jetzt so richtig steigen. Was hat man sich gefreut auf dieses Spiel? Was hat man sich vorgenommen? Und was in der Vergangenheit im Sport leider nicht immer der Fall war, das selten jetzt endlich mal wieder bewahrheitet. Der vermeintlich kleine Schweizer Verein, der EV Zug, bezwingt eine Mannschaft aus der NHL, der Ex-Verein von UC Markkanen, die New York Rangers. Ja, schauen Sie sich das mal an. Was mich am Auftritt der Zug heute auch beeindruckt hat, das sind die offensiven Qualitäten. Das ist nichts Neues, das haben wir in der Meisterschaft auch gesehen. Aber dass sie sich gegen kräftige, große NHL-erprobte Spieler durchsetzen können, das war dann doch einigermaßen überraschend. Auf der anderen Seite, aus meiner Sicht, ziemlich enttäuschend der spielerische Gehalt der New York Rangers. Doch, ich bin gespannt auf das Feedback von Übersee auch. Bezüglich den einzelnen Artisten beim EV Zug, Schnieder, Brunner, Firnes, Holden, die heute alle geglänzt haben. Aber natürlich ungerecht, nur diese zu erwähnen, die getroffen haben. Josh Holden mit einer +4 Bilanz geht er aus diesem Spiel raus. Ja, und bei den Rangers gibt es nur einen Spieler, Anisimov, der hat eine +1. Ansonsten zahlreiche Spieler mit einer ausgeglichenen Bilanz, aber die meisten mit -1, -2, -3 Tore. Und das ist natürlich für ein NHL-Team gegen eine Schweizer Mannschaft inakzeptabel. So kommen wir ballern noch etwas los mit den Zahlen. Also Schüsse, das war dann doch deutlich für die Rangers. 45-25, aber interessant auch die Bullies. Face-offs haben die Zuger weitaus mehr gewonnen. Und Callahan, der hat sich den Trick nach Zug ganz anders vorgestellt. Patrick Opliger, der 6 von 6 Bullies gewonnen hat. Also das ist eine hervorragende Quote. Also was heißt hervorragend? Makellos. Ja, aber mir gefällt die Torbilanz auch am besten. 8-4. Unter anderem auch aufgrund von Toren von Josh Holden. In Unterzahl hat er getroffen. Eine Riesenshow von Josh Holden. Der dann also am Samstag erst, Freitag noch nicht, Samstag wieder zurückkehren darf ins Team vom EV Zug. Und Doug Shetton hat jetzt die ganz schwierige Aufgabe, dann auch zu schauen, wer muss in den sauren Apfel beißen. War das Zufall, dass wir jetzt Wozniewski gesehen haben? Ich glaube eher nicht. Die Defensive der Zuger grundsätzlich nicht besonders tief.